Und wie ihr sehen könnt, steht hier, ich bin verschuldet. Minus 16.000 Euro. Plus. Wie das passiert ist, will ich euch nicht sagen. Gab vielleicht die ein oder anderen Unfälle. Ihr habt gerade auch gesehen, dass ich eine Sprachdingsbums jetzt hier reingemacht habe. Da muss ich nicht mal auf dem Navi gucken. Wir müssen jetzt erstmal kurz so fahren, damit wir hier raus können. So. No. Ist eine weibliche Stimme. Eigentlich wollte ich eine männliche, aber egal. Egal, egal. So, Leute, wir haben nämlich einen Auftrag, Spanpaletten irgendwie nach... ich weiß gar nicht, wohin. Habe ich echt vergessen, aber auf jeden Fall soll ich Spanpaletten liefern. Und das machen wir natürlich. So. Mal hier richtig hinsetzen mit dem Lenkrad. Immer diese rote Ampeln hier. So. 16 Uhr soll ich da sein. In 6 Stunden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Okay. Ich glaube, ich habe ja sogar schon einen eigenen LKW, ne? Also. Ah. Auf jeden Fall muss ich. Also, ich mache nach dem Video auf jeden Fall meine Schulden nochmal weg, wenn ich es schaffe, weil. Ihr wisst ja, ich habe ja auch einen Kredit genommen in Höhe von 100.000. Nee. Doch 100.000. Und dort muss ich ja jeden Monat 2.000 abbezahlen. Das Ding ist, wenn ich die jetzt abbezahlen soll, dann bin ich ja noch mehr verschuldet. Aber man kriegt das auf jeden Fall wieder weg. Die Schulden so ist es nicht. Links abbiegen. Also ich glaube, ihr hört die Stimme ganz, ganz leise. Ja, der fährt einfach mal. Ob er auf. Ach, wir sind in Hamburg. Ah. Das heißt, wir fahren jetzt nach Schutt. Nee. Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren, ne? Mal kurz gucken. Fahren nach. Ach, nach Dortmund fahren wir. Was ich jetzt kurz mal machen muss. Einstellungen. Gameplay. Ach, hier Audio war das, genau. Nee. Hä? Hä, was? Wo waren das? Egal. Keine Ahnung, das war es. Das ist jetzt auch egal. Schon 700. Also jemand ist schon 701 Kilometer abgefahren. Alles klar. Okay, rechts halten und rechts. Biege nach rechts ab. Nichts passiert. Hallo, fahr doch. Jetzt aber. Ey, diese ganzen Unfälle hier. Na, jetzt habe ich es um die Kurve geschafft. So. Schwere Geburt, aber ich habe es geschafft. So. 50 darf ich fahren. Ja, ich fahre ja gar nicht 50. So. Upsala. Irgendwie klingt das nicht gesund. Na, Gas gibt. Egal.
Kiel. Warte, ich glaube, ich bin auf der. Nee, bin ich nicht. Okay. Wir fahren nach Osnabrück Richtung Bremen. Frankfurt am Main ist rechts. Okay. Nice, nice, nice. Der Gehweg klingt immer noch nicht gesund. Osnabrück und Bremen. Achso, man könnte auch rechts fahren tatsächlich. Aber er gibt irgendwie gar keinen Sinn so. Sollte ich jetzt rechts fahren, wenn hier auch es lang geht? Also man würde jetzt hier wieder rauskommen gleich. Weil dieser LKW klingt null gesund. Ne? Ich glaube, ich habe sogar Strafen ausgemacht. Das heißt, ich kriege keine Strafen, wenn ich zu schnell fahre und wenn ich irgendwo gegen ein Auto ramme, passiert da einfach nur, dass ich dann halt Schaden vom LKW bekomme. Aber das ist ja egal, ne? Einige, wie viele sind denn hier auf einmal? Ich habe natürlich auch privates Spiel. Also im privaten Spielstand, dort bin ich auch schon viel weiter und dort habe ich ein bisschen mehr Schulden als hier. Auf jeden Fall habe ich dort auch schon Strecken, die jetzt länger als sie, also mehr Geld bringen, also so 64.000 und sowas. Ja, das schafft man im Video gar nicht, also ich könnte hier nur so irgendwas mit 300 Kilometer machen. Aber, Leute, ich werde wahrscheinlich dann einfach mehrere Teile davon machen. Malki. Oh, und was ich auch eingestellt habe, ist, dass man nicht schlafen muss, weil das geht einem auf den Sack. Ist zwar geil so, aber das geht einem wirklich auf den Sack. Und dieser LKW ist irgendwie so kaputt. Ich glaube, ich habe einen kaputten LKW bekommen. Egal. Müssen wir durch. Hört ihr das, wenn er so fährt? Jetzt gibt er wieder Gas. Weil er geht gleich wieder runter auf 60 oder so. Aufpassen, dass ich hier nicht auf die linke Spur fahre. Oh, der hat eine Panne. Oder die haben sich gegenseitig beraten. Kann auch sein. Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. So. Wir müssen weiter nach Dortmund. Nach Bremen. Ne, wir müssen weiter geradeaus. Ne? Also Richtung Dortmund. Achso, wir sollen ja auch nach Dortmund. Nicht dumm. Wir fahren ja auch nach Dortmund. Alter. Wir fahren ja nach Dortmund. Deswegen müssen wir nach geradeaus. Nice, nice, nice. So. Dortmund, bitte kommen. Danke sehr, danke sehr. Jetzt ist Bremen nämlich hier rechts. Müsste Dortmund nämlich immer weiter geradeaus sein. Es gibt zweimal Bremen, also. Nee. Nee, jetzt gibt es nicht mehr Bremen geradeaus. Jetzt ist Bremen nämlich abbiegen. Aha. Warum ist denn jetzt hier eine Baustelle? Wie schnell fahren die? Ja, ich muss bremsen. Hä, man darf hier nicht geradeaus fahren. Egal, Leute, wir fahren trotzdem geradeaus. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Okay, man kann nicht geradeaus. Schade. Man muss tatsächlich hier rein. Ja, ich musste leider eine Dings nehmen. Okay. Umleitung, ey. Ist ja auch noch hier eine rote Ampel. Jetzt muss ich einfach von der Autobahn wegbremsen. Ja, ich biege doch schon nach links ab. Sobald das Ding hier mal eigentlich. Ja. Grün wird. Ja. Oh Leute, ich bin gerade aufgestanden und noch arbeiten gewesen und ich
jetzt mich direkt dran gesetzt, ein Video zu drehen. Junge, können die mal schneller fahren? Ich fahre den gleich hinten ins Heck. Ey. Ah, ich fahre gleich wieder auf der Autobahn, sehe ich. Natürlich jetzt Mist, ne? Fahr mal hier hin, weil das ist ja die LKW-Spur immer rechts, ne? Also rechts fahren ja immer die LKWs und links überholen dann immer die ganzen Autos. Daher bin ich jetzt mal rechts hingefahren. So. Auch nicht schlecht, kurz Motor ausgemacht. Wir müssen gleich drehen. Wir müssen jetzt hier rein. Ah, ne, müssen wir nicht. Wir müssen noch geradeaus und dann müssen wir einmal kurz drehen. Also hier müssen wir rein. Erster Aufenthalt in Bremen. Ah, ich bin sogar in Bremen. Biege nach rechts ab. Also ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, weil sonst das Video einfach zu lange geht. Ich bin jetzt bei 21 Kilometer. Also habe die halbe Weltreise jetzt geschafft. So. 20 Kilometer und dann sind wir auch schon am Zielort. Wir sollen anscheinend 17.03 Uhr da sein, wobei sich die Zeit halt jetzt mal ändert. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das Ende ist leider ein bisschen weg. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein, halt euer Sander. Ciao, ciao.